WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 26. April 1972. Todestag des deutschen Scharfrichters Johann Reichardt. Er war nicht nur ein Henker, er fuhr auch wie einer. Johann Reichardt hatte solchen Termindruck, dass er 1943 mächtig aufs Gaspedal drückte. Nach der Enthauptung der Geschwister Scholl und von Christoph Probst raste er am selben Abend noch nach Nürnberg und tötete am Folgetag dort weitere 5 Menschen. Am Tag darauf 20 in Stuttgart. Dann eilte er nach Wien und köpfte dort 18 Menschen. Eine einzige Raserei. Deshalb beantragte der Henker beim Reichsverkehrsministerium eine Sondergenehmigung. Da ich aber auf keinen Fall zu spät kommen darf, bitte ich mich allgemein zu ermächtigen, dass ich außerhalb geschlossener Ortschaften und auf der Reichsautobahn Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern in der Stunde fahren darf. Ich bin darauf angewiesen, da ich seit vielen Jahren Scharfrichter bin und in dieser Tätigkeit bereits über 350.000 Kilometer mit dem Kraftwagen zurückgelegt habe. Hinten in Reichardts Opel Blitz lag die zusammenklappbare Enthauptungsmaschine, das Fallbeil. Und mit dem Auto saßen 3 Gehilfen des Todes, wie ihr Meister schwarz gekleidet. Ein Kommando, das wörtlich in Blut wartete, so beschreibt es Reichardts Biograf Roland Ernst. Man darf ja nicht vergessen, wenn man einen Menschen köpft, schießen automatisch, je nach Blutdruck, 1 bis 1,5 Liter Blut automatisch aus dem Körper. Mehr als 3.150 Menschen brachte Johann Reichardt zu Tode. Mörder und Schwerverbrecher, Widerstandskämpfer und Leute, die einfach nur Radio Vatikan hörten. Dass Menschen dafür zum Tod verurteilt wurden, störte den Christen Reichardt nicht. Reichardt war sehr gläubiger Katholik und er war der felsenfesten Überzeugung, bis zum Lebensende, das Urteil haben andere gesprochen, ich habe es nur vollstreckt. Und damit hat er die Verantwortung abgegeben. Johann Reichardt stammte aus einer Abdeckerfamilie in Bayern. Sein Vater war Kleinbauer, der auch Tierkadaver beseitigte. Das Abdeckerhandwerk war ein unreines Gewerbe. Diese Familien waren schlicht und ergreifend Aussatz. Es gibt teilweise heute noch Böden, die seit 500 Jahren verseucht sind, wo die Abdeckereien waren. Und die Familie Reichardt, das lässt sich feststellen, gibt es ungefähr seit 1750 den Beruf des Henkers dort. Als Johann 9 war, starb der Vater. Später lernte der Junge, Tiere zu töten. Ich habe eine Metzger- und Kochlehre durchgemacht und legte im Metzgerfach die Meisterprüfung ab. Im August 1914 zog Johann in den Krieg. Von den 3000 Mann seines Regimentes sollte nur etwa jeder 5. zurückkommen. Johann Reichardt wurde verschüttet, 1917 entlassen, als kriegstraumatisiert, als Invalide und hat sich dann absurderweise relativ schnell dem Spartakusbund angeschlossen. Gut, zur Roten Armee, wie das so schön hieß in Bayern. Mal Pazifist, mal Rotfrontkämpfer und immer in Not. Frau und Kinder konnte er mit einer kleinen Gastwirtschaft kaum ernähren, bis sein Onkel, der Henker in Bayern, ihn als Nachfolger anwarb. 1924 unterschrieb Reichardt. Weil er sozusagen chronisch pleite war, Geld brauchte. Dieser Onkel hat mich mehr oder weniger gezwungen, das Amt eines Scharfrichters zu übernehmen. Das stimmte nicht. Niemand zwang ihn, nur die Not. Reichardt übte zunächst die Vollstreckung an Kohlköpfen, dann ein einziges Mal an einer Leiche. Sein erster Fall war ein Frauenmörder. Von Johann Reichardt gibt es ein Foto aus dieser Zeit. Schwarzer Frack und Zylinder, weiße Handschuhe. Wie ein Uferstar. Beim Hinrichten war er flink und effektiv. Ich möchte noch betonen, dass ich immer den größten Wert darauf gelegt hatte, dass die Vollstreckungen human und schnell durchgeführt werden. Am Ende schnallte er seine Opfer nicht einmal mehr an. Die Gehilfen hielten den Todeskandidaten fest. Es gab auch keine schwarze Mütze mehr übers Gesicht. Ein Helfer hielt dem Verurteilten die Augen zu. Johann Reichardt hat auch immer wieder getüftelt, wie man Menschen schneller, sauberer, effizienter und vor allen Dingen stressfreier für die Delinquenten hinrichten lassen kann. Allein es fehlte dem Scharfrichter an Arbeit. Die Todesstrafe kam in der ersten deutschen Demokratie außer Mode.
In der Weimarer Republik, da wurde auch gern begnadigt. Und die Geschäfte liefen schlecht. Und dann hat er ein Pamphlet verteilt. Als Zusatzverdienst. Ein christliches Erziehungspamphlet mit dem grotesken Titel Von Mädchenglück und Frauenliebe. Die keusche, brave Frau wurde dort propagiert. Der unterbeschäftigte Henker radelte mit seinen Heftchen über Land und verkaufte sie an jene, die sich von ihm bequatschen ließen. Er wäre ja auch gern Tanzlehrer geworden. Das ist schon eine ziemlich absurde Geschichte. Tanzlehrer werden wollen, aber als Henker enden. Sein wahrer Beruf wurde bekannt und der Verlag trennte sich von ihm. Reichhardt floh vor der Klatschpresse nach Holland und brachte einen anderen Artikel an die Frau, den Hochfrequenzapparat. Ein Hochfrequenzapparat ist, wie soll ich sagen, ja, ein Vibrator Deluxe, hätte ich fast gesagt. Der sieht auch wirklich so aus. Hat geholfen gegen Warzen angeblich, gegen Stoffwechselstörungen und so weiter. Tatsache ist aber, dass viele Frauen ihn zur Selbstbefriedigung benutzt haben, muss man klipp und klar sagen. Sagt Autor Roland Ernst. Sein Buch trägt den Titel Der Vollstrecker, Johann Reichhardt, Bayerns letzter Henker. Darin beschreibt er auch, dass Johann Reichhardt sich stark zu Frauen hingezogen fühlte. Unbedingt. Johann Reichhardt wird durchaus immer wieder als charmanter Mensch beschrieben und er hat irgendwann dann auch seine Frau verlassen und hat dann mit seiner neuen Frau in sogenannter wilder Ehe gelebt. Daraus ist auch eine Tochter hervorgegangen. Insgesamt hatte er 5 Kinder. Was ihn nicht daran hinderte, auch Frauen zu köpfen. Insgesamt etwa 250. In der NS-Zeit gab es zunächst nicht mehr Arbeit für Johann Reichhardt. Getötet wurde von den neuen Machthabern in den KZ und den Folterkammern der Gestapo. Aus Willkür und ohne jedes Recht. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben. Hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten. Weiter nicht! Tönte der preußische Innenminister Hermann Göring. Die sogenannte ordentliche Justiz lief erstmal weiter wie zuvor. Mitte der 1930er Jahre gab es für die Todeskandidaten auch noch eine Henkersmahlzeit. Heißen Tee und Schweinebraten mit Kartoffelsalat, auch einige Flaschen Bier und mehrere Schachteln Zigaretten. Ich kam immer schon mehrere Stunden früher, um meine Falschwertmaschine aufzubauen. Für diese Arbeit habe ich meine Gehilfen mitgenommen. Johann Reichhardt selber bekam am Anfang noch mitgeteilt, um wen es sich handelte und kriegte zum Teil auch die Akte oder eine Akteneinsicht. Das war später überhaupt nicht mehr der Fall, da hatte er ja gar keine Zeit mehr zu. 1937 trat er in die NSDAP ein. Kein überzeugter Nazi, sondern ein Saisonarbeiter. Er tötete für jedes politische System. Der Reichhardt galt generell als stiller, zurückhaltender Mensch. Allerdings hatte er ein massives Alkoholproblem und dieser Alkoholkonsum hat ihn überhaupt dazu in die Lage gebracht, diese Taten auszuführen. Verräter an allem, wofür wir leben und kämpfen, werden sie alle mit dem Tode bestraft. Im Zweiten Weltkrieg gab es dann mehr und mehr kurze Prozesse. Vor allem durch den sogenannten Volksgerichtshof. Drakonische Strafen für minimale Vergehen. Am Ende waren es über 40 Delikte. Das sind halt so diese berühmten Dinge wie Wehrkraftzersetzung, Klau von Schokolade und so weiter. Und die Todesstrafe bei jedem Widerstand gegen das Naziregime. Am 22. Februar 1943 köpfte Johann Reichhardt ab 17 Uhr binnen Minuten die Geschwister Scholl und Christoph Probst. Reichhardt erzählte nach dem Krieg immer wieder, wie stolz Sophie Scholl in den Tod gegangen sei. Ich habe noch nie jemanden so sterben sehen. Diese sehr fragwürdige, irritierende, geradezu verstörende Aussage sagt eigentlich eines vor allem. Als ob Sophie Scholl eines normalen Todes gestorben wäre, als ob er nur Zeuge dieses Todes geworden wäre. Das ist wirklich schockierend, wie jemand so darüber reden kann. In der Weimarer Zeit tötete Johann Reichhardt etwa 2 Dutzend Menschen, in der NS-Zeit bis zu 3000. Er wurde ein reicher Mann, denn der Henker wurde pro Kopf bezahlt. 1943 verdiente Reichhardt 45.000 Reichsmark. Und das ist extrem viel Geld. Etwa 15 Mal so viel wie ein Arbeiter verdiente. Wenn er nicht wie der Henker durchs Reich raste, fuhr Reichhardt nach Deisenhofen bei München zu seiner Geliebten und der gemeinsamen Tochter.
Dort hatten sie sich ein kleines Privatparadies geschaffen. Johann Reichert köpfte weiter, bis die US-Amerikaner kamen. Schießen hat Minderheit, Sabotage und Plündern sind verboten. Auf jedes dieser Verbrechen steht die Todesstrafe. Ein Jahr nach Kriegsende suchten die Besatzer einen zuverlässigen Henker und fanden Reichert. Er griff zum Strick, um Nazis zu hängen. Die US-Amerikaner stellten als erstes Männer vor Gericht, die abgeschossene alliierte Bomberbesatzung umgebracht hatten und SS-Mörder aus dem KZ Dachau. 156 Verurteilte wurden von Johann Reichert gehängt, schnell, präzise, dezent. Reichert wurde dann vom langen Schatten der Nazizeit eingeholt. 1947 galt er plötzlich als Hauptverdächtiger und Profiteur und wurde ins Internierungslager Moosburg gebracht, wo er 1,5 Jahre blieb. Das Entnazifizierungsverfahren hatte am Ende wenig Konsequenzen für ihn, aber die Sensationspresse war ihm immer wieder auf den Fersen. Nazis haben ihn immer wieder denunziert, auch wahrscheinlich, um von den eigenen Schandtaten abzulenken. Und da gab es dann öffentliche Prozesse, darauf hat sich dann wieder die Boulevardpresse gestürzt. Infolgedessen hat sich dann auch sein Sohn Hans umgebracht. Während Reichert einsaß und sein Sohn sich umbrachte, machte sein ehemaliger Vorgesetzter Karriere, Dr. Walter Römer. Walter Römer war Vollstreckungsstaatsanwalt in Stadelheim. Das heißt, er war ein Mann, der die Hinrichtungen beauftragte, sie durchführen ließ und dem Reichert auch Reporting verpflichtet war. Walter Römer hat auch die Hinrichtung der Geschwister Scholl unter anderem beantragt. Daraufhin sagte der Staatsanwalt zu mir, Nachrichter, walten Sie Ihres Amtes. Der Delinquent wurde dann von meinen Gehilfen auf die Stehbank der Fallschwertmaschine gestellt. Diese wurde dann umgekippt und hierauf wurde die Hinrichtung vollzogen. Nach Vollzug der Hinrichtung habe ich dem Staatsanwalt die Meldung gemacht, das Urteil ist vollstreckt. Der Jurist Römer machte nach dem Krieg schnell Karriere, erst in Bayern, dann im Bundesjustizministerium in Bonn. 1965 wurde es allerdings brenzlig für ihn, denn Reichert hatte in einem Verhör seinen Namen genannt. Bei Vollstreckungen im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaften beim Landgericht München-Stadt und München-Land hatte ich immer mit Dr. Römer zu tun. Man lud Dr. Römer zu einem informativen Gespräch über seine Rolle in der NS-Zeit ein. Römer behauptete, er habe möglichst viele Menschen gerettet, unter anderem mehr als 130 Angehörige der französischen Widerstandsbewegung Résistance. Das kam gut an, gerade im Zeichen der deutsch-französischen Aussöhnung. Buchautor Roland Ernst ist dem nachgegangen. Diese ganze Geschichte war auf Deutsch gesagt erstunken und erlogen. Die hat es überhaupt gar nicht gegeben. Man hat es auch nicht näher nachgeprüft. Zuständig war Römer im Bundesjustizministerium, übrigens fast 20 Jahre lang auch für die Einhaltung der Grundrechte. Zu ihnen gehört das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Dr. Römer ging 1968 ohne Blessuren und hoch angesehen in Pension, die er noch 17 Jahre lang bis zu seinem Tod genießen sollte. Bei Römers Pensionierung war sein ehemaliger Vollstrecker Johann Reichert völlig vereinsamt, verarmt und isoliert. Der ehemalige Scharfrichter schlug sich mehr schlecht als recht durch. Er handelte mit Haarwasser, Heiligenbildern und Hunden. In der Kneipe wechselten die Gäste den Tisch, wenn er sich zu ihnen setzen wollte. Johann Reichert starb 1972. Er wurde fast 79 Jahre alt. Ein Mann, der für Geld alles tat. Er war ein unglaublicher Profiteur. Er hätte auch Nein sagen können. Es hat Henker gegeben, die irgendwann diesen Job gekündigt haben. Es ist immer so ein Märchen, dass man, wenn man da drin ist, dass man da nicht aussteigen kann. Das ist Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Der Mammon war stärker als das Gewissen. Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Johann Reichert, der am 26. April 1972 gestorben ist. Redaktion Gesa Rünker. Zeitzeichen morgen über das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.